So, ich mache jetzt nicht so schöne bearbeitete Video, wie das sollte sein, dass die Leute das anschauen und das ist interessant. Ich sage einfach, was ich denke und wer möchte das zuhören, das ist schön, wenn nicht, dann nicht. Also ich habe jetzt gerade gefahren mit meinem Hundchen. Wir fahren zum Hundewascherei, ne? So, da kann man selber Hund waschen, ne? Und ich habe so viele Gedanken, ne? Mit während Autofahren, weil war schon eine Musik und so weiter und so weiter. Und ich wollte sie eigentlich schon lange her waschen, weil ich habe Allergie, sie wechselt jetzt Feld, aber ich hatte nie Zeit und so weiter und so. Und ich habe auch gedacht, ja, ich muss zum Arzt gehen, ne? Weil ich muss Blutuntersuchung machen, wegen ich esse kein Fleisch. Und wegen meiner Schilddrüse, ne? Das wollte ich auch schon monatelang machen, ne? Und die Sache ist, ich habe gerade gedacht, ne, wenn ich gehe zum Arzt, dann, oh, ich kann ihm endlich sagen, dass ich arbeite dann nicht. So, und jetzt arbeite ich 2 Wochen nicht, ne? Und ich habe schon einige gesehen, was hat sich verändert in meiner Psyche und welche Terror ich musste da erleben und wie psychisch gestört ich war und ich bin immer noch, weil alle schreiben, oh, such schnell andere Arbeit, aber ich kann nicht. Also wenn ich jetzt denke, ich muss in der Woche jetzt arbeiten, im Pflege, dann habe ich schon Bauchschmerzen, ich will das nicht. Also vielleicht Minijob mal, aber erst gar nichts. Also ich schwöre, da, ich habe schon schlechte Laune, wenn ich denke so, aber nicht so, einfach kein Bock, weil ich bin faul oder so. Aber ich war so psychisch gestört und immer noch, das will ich nicht. Also das habe ich nicht gebraucht jetzt. Also kann sein, ne, es gibt gute Arbeitgeber, die Arbeit ist gut, kann gut sein, aber wenn ich denke, ich lasse mich wieder in solche Scheiße reinschieben und dann konnte ich nicht raus, weil, weiß ich nicht, weil die Leute haben solche Gedanken, ja, das ist deine Arbeit, du kannst da keine Arbeit verlieren, was mache ich da? Genau. Und die Sache ist, also kann ihr sich vorstellen, wie hat mein Leben ausgesehen, als ich hatte da Vollzeit gearbeitet. Das war so, ich kam, also ich schlafe auch gerne, ne? Aber ich kann auch nicht früher einschlafen. Also ich war immer um 2 Uhr erst im Bett und dann muss ich immer im Frühdienst gehen, immer. Ich hatte nur Frühdienst gearbeitet und ich war immer müde. Ich habe immer erst nach dem Arbeit, ja, ich musste mit Hund gehen, was hat mir auch keinen Spaß gemacht. Dann habe ich erst eingeschlafen, ne? Weil ich war müde, klar. Und dann, weiß ich nicht, ich hatte 6 Jahre war ich tätig in Pflege. Durch diese 6 Jahre, ich war nur einmal im Party, ne, aber dann war ich auch gezwungen, dass ich gehe mit meinen Arbeitskollegen, weil ich dachte, nee, freie Wochenende, da habe ich keinen Bock zu trinken und dann ganze Wochenende sich schlecht fühlen, ich muss ausschlafen, zum Beispiel, ne. Und durch diese 6 Jahre, ich habe mit niemandem getroffen, zum Beispiel zum Kaffee oder, weiß es nicht, einfach so mit jemandem, weiß ich nicht, ich hatte nicht mal Kontakt mit meiner Familie, gar nichts, also, oder ich hatte dann kurz Urlaub, dann habe ich immer nach Polen gefahren, da war ich auch immer da ein bisschen, klar, mit Familie, das ist kein Urlaub, das ist immer viel, viel los, alle wollen dich treffen und so, ich war, hatte nie Ausgleich gehabt. Und dann, ich hatte nicht mal einmal die Woche zum Fitness gehen, weil wenn ich dachte, nee, da muss ich aus dem Bett aufstehen, nee, da habe ich keinen Bock. Oder als ich hatte einen Tag frei, zum Beispiel, weiß ich nicht, Dienstag, dann wollte ich das erledigen, das. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe erst bis 1 Uhr geschlafen und dann habe ich Serien geguckt und dann hatte ich schon Bauchschmerzen, dass ich muss morgen zum Arbeit gehen. Also das war voll heftig, ne? Und da im Arbeit, die haben, weiß ja, ganze Zeit erzählt, du bist ja scheiße, deine Arbeit ist scheiße, du machst nicht alles, du kannst eigentlich gehen, wenn du willst, wir brauchen dich nicht, du musst hier nicht arbeiten, wenn dir nicht gefällt und so weiter. Oder nur wenn hattest du einen Tag frei, dann haben die angerufen, ob du kommst arbeiten. Dann kam ich nicht mehr am Telefon, dann bekomme ich Ärger, dass was von Mitarbeiter ich bin und wenn das ist was Wichtiges und ich gehe nicht am Telefon. Und ich habe mich damals beschwert bei Betriebsrat, dass ich wünsche mich nicht, dass jemand ruft mich in meine freie Zeit nach Hause und ich habe davor keinen Bock und ich werde nicht einspringen und ich will das einfach nicht. Naja, und dann werde ich angeschissen, dass was für ein Mitarbeiter ich bin. Und ich habe immer gesagt, wenn ich bin in Arbeit, dann arbeite ich gut. Ich erledige meine Sachen. Vielleicht schaffe ich nicht immer alles, aber manchmal mache ich auch Überstunden, dass ich meinen Dienst zum Ende mache und ich dann alles gut erledige und ich kann dann verlassen. Dann arbeite ich gut, so wie das Zeit das mir gibt, ne? Aber in meiner freien Zeit, ich fühle mich überhaupt nicht verpflichtet, dass ich muss einspringen. Und das finden die eigentlich scheiße, ne?
Genau, und das war so. Ich habe nicht mal, weiß ich nicht, musste so viele wichtige Sachen bei Arzt erledigen und so weiter. Zum Beispiel, mein Vater hatte Krebs. Ich muss mich dringend untersuchen und ich habe das schon seit 2 Jahren nicht gemacht und das ist ja wichtig, ne? Er ist mit 50 gestorben, also das ist ja schon früh. Also ich konnte schon krank sein, aber ich habe das noch nicht gemacht. Jetzt mache ich den Termin. Und da weiß ich nicht, wie oft ich war krank in Arbeit, weil dann die wurden mir mal gesagt, dass ich melde mich extra krank, dass ich war gar nicht krank. Warum bin ich überhaupt nicht gekommen? Und auch wenn ich konnte psychisch nicht, dann die finden das gar nicht krank. Ne? Also das geht gar nicht. Wir sollen, oder wenn wir haben Schmerzen, wir sollen Schmerztabletten nehmen und dann zum Arbeit kommen. Ne? Weil so wichtiger ist Arbeit. Ne? Genau. Und dann diese hinterfotzige Mitarbeiter, welche haben jedes Mal nach unten gegangen. Paulina hat gesagt, den hat gesagt, das hat sie gemacht. Und dann, so, das finde ich ekelhaft, ne? Also, sowas geht gar nicht. Also, kann man sich beschweren wegen Arbeit und so, aber nee, sowas weiß ich nicht, ne? Paulina macht Instagram, sie verdient da Geld, sowas beschweren sich, ne? Also, diejenige, die das war, echt. Aber egal, ne? Oder weiß ich nicht. Oh. Gut. So, was wollte ich noch sagen? War noch bestimmt was, aber jetzt weiß ich nicht. Genau, und jetzt, langsam meine Psyche ist wieder gut. Also, ihr weißt, die haben uns immer angeschimpft. Dann in der wo, dann habe ich das im Hintergrund, dass vielleicht doch ich bin scheiße. Vielleicht haben die recht, ne? Natürlich haben die nicht gehabt. 0%, null, ne? Genau, dann langsam komme ich zu mir. Ich habe wieder Bock, ich habe wieder Lust. Das Leben gefällt mir wieder. Ich stehe morgen aus dem Bett, ich gehe früher schlafen, ne? Weil die Sache war auch mit dieser Einschlafen. Ich wollte nicht einschlafen, weil ich wusste, gleich muss ich aufstehen, dagegen gehen, ne? Genau. Und ja, langsam ist gut. Und dann noch im Arbeit, ne? Also, das war schon grenzhaft, ne? Also als ich war bei Bewohner und so, dann habe ich mir den Zeit gelassen, dann hat mich nicht interessiert, oh, da muss ich was machen oder da. Ich war in diesem Zimmer und auch manchmal, ich kam nicht am Telefon von meinem Chef, dann hat sie gesagt, ja, das ist Abmahnungsgrund, wenn ich gehe nicht am Telefon, ich muss immer erreichbar sein und ich wusste, sie wird mich anrufen und wollen, dass ich eine Doku nach unten bringe oder weiß was ich und ich muss raus aus diesem Zimmer und mich um Bewohner nicht kümmern. Also das ist noch geblieben. Da hatte ich immer Spaß. Ich habe mich immer unterhalten. Ich habe das immer gut gemacht. Also ich meinte so. Die meinten auch so. Also sie haben auch immer gesagt, die freuen mich, wenn ich komme. Ich mache alles richtig, ne, und so. Und dazu können wir auch unterhalten, weiß ich nicht, ne? Genau. Und ja, das wollte ich unbedingt sagen jetzt, dass echt, wenn ihr fühlt, dass die Arbeit macht was kaputt, euch kaputt, dann wechselt ihr den Arbeit. Genau. Oder spart ihr ein bisschen Geld jetzt, so dass ihr kann nach arbeitslos von diesem Geld leben. Ne? Ich sage nicht, ihr müsst von Stadt nehmen. Das würde ich auch nicht. Wollte ich auch nicht Geld. Dann würde ich lieber meine Familie anrufen, dass sie brauche ein bisschen Unterstützung oder so. Aber ich habe ein bisschen Geld gespart, deswegen ich kann jetzt bisschen davon leben, dann vielleicht gehe ich zum Minijob, dann habe ich auch ein bisschen, also das wurde schon genau das, ja, ich habe noch 50 Sekunden Zeit, was zu erzählen, aber bestimmt, ihr seid schon lange weg, aber diejenigen, die sind noch da, also ganz ehrlich, seid ihr glücklich im Leben und lasst sich nicht unterkriegen von Arbeitgeber. Das ist nur Arbeit. Erst ist Leben und dann ist Arbeit dazu. Nicht andersrum. Nicht, dass die alles ist bestimmt auf eure Arbeit. Und nur Arbeit ist auf erster Stelle. Und dann vielleicht was dazu machen. Das macht man nicht. Nein, das machen wir nicht. Das werde ich auch nicht machen. Und das ist nur Job. Ne? Wie gesagt, Arbeit für mich als Altenpflege im Münster und Umgebung habe ich 2500 freie Stellen gefunden. Ne? Also Arbeit gibt es und muss euch nicht, ja, verarschen von, ja, genau. Das wollte ich sagen. Bin ich jetzt ein bisschen, ja, erleichtert. Ciao.